Leute, auf dem Suzuki-Stand haben wir uns auch noch mal getraut hier. Ich glaube, nach dem Ducati-Stand der zweitmeistbesuchte Stand hier auf der EICMA. Ich bin auch langsam so ein bisschen durch, aber egal, da müssen wir jetzt durch. Wir wollen euch natürlich vor allem hier dieses wunderschöne neue Motorrad zeigen. Eine echte Überraschung, hat irgendwie keiner so richtig mit gerechnet, wurde vor der EICMA auch nicht großartig angekündigt von Suzuki. Die GSX-8S, ein neues Naked-Bike der, ja, ich sage jetzt mal, gehobenen Mittelklasse. Von den Leistungsdaten so ein bisschen vergleichbar mit der Hornet 750. Ein Rhein-Twin hier mit 778 Kubikzentimetern Hubraum und leistet 83 PS und 78 Newtonmeter. Gibt es in drei Farben, in Weiß, in Grau und dann eben hier in diesem, ja, Blau, ein sehr schreiendes Blau. Gefällt mir aber ganz gut, muss ich sagen. Die Maschine hat einen Zweiwege-Quickshifter, natürlich Wide-by-Wire-Fahrmodi. Es gibt hier auch ein neues Display. Damit war früher Suzuki ja immer so ein bisschen geizig, kann man sagen. Aber mittlerweile haben wir hier ein 5-Zoll-Farbdisplay. Und ja, das macht alles einen sehr erwachsenen Eindruck. 202 Kilogramm wiegt die GSX 8S. Fahrfertig wohlgemerkt, also 90% vollgetankt. Das ist relativ leicht. Das Fahrwerk ist nicht einstellbar. Ist also so ein bisschen eher von der einfachen Seite her, aber das soll uns nicht stören. Wir haben hier einen Brückenrahmen aus Stahl bei der GSX 8S. Und ja, was ist noch zu sagen zu der Maschine? Sitzhöhe 810 mm. Ich glaube, die Maschine ist so ein bisschen aufgebockt hier. Nö. Also ich komme hier gut auf den Boden. Das ist alles kein Problem. Standardbereifung 120-70er, 17 Zoll vorne und hinten 180-55er Reifen und ja, Federwege jeweils 130 mm. Sehr schönes Bike. Preise kennen wir noch nicht, aber ist schon auf der Suzuki-Webseite angeteasert, das Motorrad. Hier seht ihr nochmal das schöne Display. Also es kann auch nicht mehr lange dauern, bis Suzuki hier verrät, was die neue GSX 8S kosten soll. Und ja, der Motor, den finden wir auch noch in einem zweiten neuen Motorrad von Suzuki, nämlich in der V-Strom 800DE. Und die werden wir jetzt mal suchen, mal sehen, ob wir sie finden. Und während wir jetzt die neue V-Strom 800DE suchen, erzähle ich noch ganz kurz was zu dem von Grund auf neu entwickelten Motorenkonzept, welches ja sowohl in der GSX 8S wie auch in der V-Strom 800DE zum Einsatz kommt. Es handelt sich um einen Zweizylinder-Reihenmotor mit 776 Kubikzentimetern Hubraum und die langhubige Auslegung schafft laut Suzuki in Verbindung mit der 270 Grad Zündfolge die Balance zwischen druckvollem Schub aus niedrigen Drehzahlen und sportlicher Drehfreude. Als patentiertes Novum gelten die zwei in 90 Grad zur Kurbelwelle angeordneten Ausgleichswellen und die sorgen für die gewünschte Laufkultur, die wir zwar inzwischen noch nicht testen konnten, aber wir freuen uns natürlich sowohl auf die GSX 8S als auf die V-Strom 800DE schon tierisch auf den Test. Ja, das ist jetzt hier die V-Strom 800DE. DE steht für Dual Explorer, das haben wir ja schon bei der 1050er eine DE-Variante gesehen, jetzt also auch eine 800er. Hat halt, wie eben schon gesagt, den gleichen Motor wie die GSX 8S. Auch hier 83 PS, 78 Newtonmeter Drehmoment, ein Rhein-Twin mit 778 Kubikzentimetern Hubraum ist das. Schön zu sehen, relativ breit von vorne, finde ich, also macht mächtig was her. Kann ich jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Blick gar nicht von der 1050er unterscheiden. Und hier, so wie sie hier steht, wie sie hier präsentiert wird, mit einem wunderschönen Setup mit goldenen Drahtspeichen, Felgen, sieht einfach total scharf aus. Also das Motorrad meine ich jetzt. Und sie wiegt 230 Kilogramm voll. Also jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht, wobei für eine Adventure Bike ist das ja eigentlich noch einigermaßen erträglich. Er hat hier einen 20 Liter Tank und hat eine Reichweite von immerhin 450 Kilometer. Also damit kommt man ordentlich weit. Passt natürlich auch zu ihrem Anspruch als Reise-Enduro. Ein super breiter Lenker. Auch hier ein Zwei-Wege-Quickshifter. Und im Gegensatz zur GSX 8S natürlich viel längere Federwege, 220 mm haben wir hier vorne und hinten. Radstand 1,57, also das ist echt eine große Maschine, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich glaube von der Geometrie her ist es kein Unterschied zur 1050er, würde ich mal tippen. Einfach der Motor ist hier nicht ganz so kräftig, hat auch kein V2, sondern eben einen Rhein-Twin. Aber die Maschine rennt auch 180, also auch das sollte eigentlich reichen. Kommt in Deutschland auf den Markt in drei Farben, nämlich einmal in diesem Gelb hier, Gelb-Blau.
Dann gibt es auch noch eine graue Variante und eine schwarze Variante. Und genauso wie bei dem Schwestermodell der GSX-8S, muss ich sagen, würde ich mir auf jeden Fall ein Gelb holen. Die anderen beiden, grau und schwarz, ja, finde ich eher langweilig. Aber hier, so wie sie hier steht, schönes Motorrad. Ne? Markus, was hast du? Mir gefällt sie super gut, ey. Wie bitte? Mir gefällt sie super gut. Markus würde sagen, sie gefällt ihm außerordentlich gut. Ausgesprochen. Ausgesprochen gut. Ja. Ich setze sie nochmal schnell drauf auf die 800er.de. Ja, wie erwartet, fühlt sich eigentlich genauso an wie die 1050er. Die Fußrasten sind auch schön weit vorne. Also ist nicht zu weit hinten. Da kann man sich auch schön hinstellen und während der Fahrt halt ja, im Aufrechten fahren. Geiles Bike. Bin gespannt, wie sie sich fährt. Kann schon mal unseren Suzuki-Händlern sagen, soll ich mal eine warm fahren für uns. Und natürlich auch interessant die V-Strom 1050.de, die jetzt mit einem 21 Zoll Vorderrad daherkommt und sie hat auch einige Updates für verbesserte Offroad-Tauglichkeit bekommen. Da wäre zum Beispiel mehr Bodenfreiheit, 25 mm mehr, größere Federwege, etwa 10 mm mehr. Der Radstand ist ca. 40 mm länger und wir haben überarbeitete Fahrmodi, da nenne ich jetzt mal den Gravel Mode, das ist so ein besonderer Fahrmodus der Traktionskontrolle. Das Schwestermodell zur 800er. Setze ich nochmal drauf. Die ist ja auch erst in diesem Jahr hier erschienen. Wir haben sie noch nicht getestet. Wir müssen nochmal gucken, dass wir die auch nochmal für einen Test für die Kamera bekommen. Dual Explorer, der gleichen Lackierung hier auch in Gelb. Ja, also wirkt doch tatsächlich ein bisschen größer noch. Ich glaube, der Lenker ist ein bisschen breiter. Aber ansonsten guckt ihr mal bitte, ob ihr jetzt große optische Unterschiede findet. Ist natürlich hier ins Auge fällt natürlich der V2, der ist natürlich schon ein bisschen voluminöser als bei der 800er, aber ansonsten, ja, gutes Motorrad, hier halt mit Koffern und allem Pipapo für die große Reise. DE steht bekanntlich für Dual Explorer. Ja, das war's auch schon vom Suzuki-Stand. Vielleicht fällt mir noch mal das andere nette junge Damchen hier. Das guckt nämlich gerade so neckisch in unsere Richtung. Ciao, guck mal, sie winkt auch noch. Sie sitzt auf der GSX 8S. Die haben wir euch ja eben schon gezeigt, hier im Blau. Ja, ansonsten keine neuen Modelle von Suzuki, aber immerhin zwei echte neue Kracher. Suzuki ist ja sowieso in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Man glaubt es kaum, Totgesagte leben länger. Hat deutlich zugelegt bei den Verkäufen. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese beiden neuen Modelle hier dazu beitragen werden, dass es bei Suzuki weiterhin aufwärts geht. Sehr erfreulich bei dieser Traditionsmarke aus Hamamatsu.